Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. So, wir sind ja auf der Suche nach Rost. Der hat sich irgendwie aus dem Staub gemacht. Probiere es an den Trainingsattacken. Kann die Maschinen niederschlagen. Keine Warnung. Zack, abgeschlagen. Oh, kaputt gemacht, kaputt gemacht, kaputt gemacht. Gefällt mir. So, wie wird es jetzt eigentlich ausgesprochen? Horizon oder Horizon? Ich habe gerade mal geguckt bei einem anderen YouTuber, der sagt auch Horizon. Ich finde ja irgendwie Horizon besser, ohne dieses On zu betonen. Aber gut, ihr wisst ja, was für ein Spiel ich spiele, was ich meine. Also ist das okay. Gut, aus jetzt. Wir Pfui. wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Das checken wir jetzt. Was macht er hier oben? Er steht da einfach nur rum. Ein Mann muss auch mal seine Ruhe haben können, ja? Dürfen, müssen. Hey, Ross. Aloy, du bist hier. Ach so, ich muss sogar aufsuchen hier. Als du sagtest, dass wir jagen gehen, war mir nicht klar, dass ich dich aufspüren soll. Wir müssen reden. Oh, ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Oh, oh. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja, mach dich auf den Weg. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh. Die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Gut. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Questmenü. Kauzige Grata. Die alte Ausgestoßene namens Kauzige Grata. Braucht oft Hilfe, um in der Wildnis zu überleben zu können. Das Problem ist, dass sie nur spricht, wenn sie zur Urmutter betet. Es lässt sich also nicht leicht herausfinden, was sie möchte. Es gibt 1000 EP. Das machen wir. Hey, warte mal, wir haben Fertigkeiten. Stiller Schlag. Drücke R1, um ein kleines... Um ein kleines Maschinchen wollte ich gerade vorzulegen. Oh Gott. Drücke R1, um eine kleine
Drücke R1, um kleine Maschinen und Menschen lautlos erledigen. Okay, das nehmen wir. Das haben wir. Schlag von oben. Das nehmen wir auch. Warte mal, wie viel braucht das? Zwei. Jägerreflexe. Das ist cool. Das ist, glaube ich, auch hilfreich. Gut. Brauchen wir Reinholz, haben wir genug. Metallscherben und Lohe. Okay, Notizbuch. Okay. Meinst du, mir gefällt das? Ah, das haben wir schon gesehen. Also, rede mit Karst und falsch um eine Stolperfalle. Müssen wir jetzt hier runter? Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Ich lande sanft, hä? Moment. Das Landen nach einem Sturz oder Sprung ist völlig lautlos. Ja, wenn ich nicht zu tief springe, okay. Das war wohl zu tief. Schnellreisepunkt frei. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Zwei Tage. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Das würde ich gerne jetzt machen. So. Oh, oh, oh. Warte mal, wie geht denn nochmal? Viereck.
geht auch wieder. Hoffe ich doch. Sehen. So läuft das. Zack. Was ist das hier? Heilende Talröte. Okay. So, jetzt mal gucken, wo muss ich jetzt hin? Lagerfeuer, neue Quest. Mit Krater, wir müssen zurück. Na, reden wir erstmal mit der nicht gesprächigen Krater. Hallo, Krater. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein. Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Keine Sorge, ich werde sie jagen. Urmutter, ich höre deine Stimme im Wind. Ich würde dir mit meinen Gebetsperlen danken, aber ich habe sie am östlichen Ausblick verloren. Und das ist einfach zu weit für meine alten Knochen. Diesmal brauchst du also Kaninchen und dein Schmuckstück. Okay, ich komme zu dir ins Lager. Sammle Fleisch. Und wieder zurück. So, sie hat zwar Kaninchen betont, aber ich kann ja auch Wildschwein jagen. Ne? Ich habe ja schon eins gesehen. Das gibt ja bekanntlicherweise viel Fleisch. Oh, da ist wieder so ein... Ey, warte mal, seid ihr wieder hier? Ich hab euch doch gerade... Ich
Schnell! Ich glaube, diesen Stealth-Kill von oben kann ich nur machen, wenn er keine Aufmerksamkeit hat. Gewittert hat, so. Gut. Die Lohe kriege ich von den Läufern. Alles klar. So, warte mal. Karte. Hier soll ich Fleisch sammeln. Also hin da. Moment. Ja. Sind die schnell. So klappt das. Hier nix. So, eins noch. So ein Glück. Nur reicht. Junge! Gibt's doch gar nicht. Hat doch vorher auch gut geklappt. Hey. Jetzt.
Okay, Grata sagte, ihre Gebetsperlen seien am östlichen Ausblick. Grata. Das ist nicht weit von hier. Östlichen Ausblick. Also hierhin. Ich muss wohl aber erst auf den Weg und dann rüber. Mein Auge zugedrückt. Oh, da sind ja zwei noch. Da kommen sie. Ah. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. Grata mag Form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Regen ist gar nicht so übel. Wie komme ich jetzt weiter höher hier? Aha, Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? So, sieht das da hinten ja, ne?
reibt ein bisschen. Es reibt ein bisschen? Was meinst du? Ah, hier, von denen kriegen wir doch unsere... Ja, ihr wisst schon, ne? Und da geht er down. Ups. Rotes Licht bedeutet Ärger. Hey, Schnellspeicherpunkt. Oder Schnellreisepunkt. So, schnell zu Non Grata zurück. Die Belohnung einkassieren. Grata, allein mit der Urmutter. Freu dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Deine Gebetsperlen habe ich auch, nur verlier sie nicht wieder. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter, ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn die Erprobung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Leb wohl, Grata. Vorerst. Mutter, höre mich, die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen abzähle. So, 1000 EP bitte. Lass mich dir flüstern, wie das Rascheln des Grases mir dein Trösten. Gut, dann mache ich hier jetzt einen kleinen Break. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.